Es gibt ein Wissen, zu dem nur wenige Zugang hatten. Und sie haben es jahrhundertelang genutzt, um den Rest der Menschen zu kontrollieren und im Ungewissen zu lassen. Sie haben es geschafft, Armut, Angst und Unglück zu generieren. Weshalb es auch so wichtig ist, dass all dies jetzt ans Licht kommt. Denn momentan befinden wir uns in einem entscheidenden Moment für die Menschheit. Die Entdeckung des amerikanischen Entwicklungsbiologen und Stammzellenforscher Bruce Harold Lipton hilft vielen dabei, aus der Matrix, in der wir gefangen sind, auszubrechen. Seine Forschung führt uns dazu, die Welt mit anderen Augen zu sehen und gibt uns die Schlüssel zur Veränderung unseres Lebens und des Planeten, auf dem wir leben. Wir könnten eine glückliche Welt voller Überfluss und Ausgewogenheit schaffen. Das Beste daran ist, dass wir dies schnell und einfach erreichen können. Lipton, geboren 1944 in New York, lehrte zuerst als Zellbiologe an der University of Wisconsin School of Medicine und führte später seine ersten Forschungen über Epigenetik an der medizinischen Fakultät der Stanford University durch. Aber was ist eigentlich Epigenetik? Die Epigenetik untersucht Veränderungen, die Gene aufgrund von Umweltfaktoren erfahren. Die Forschungen des Biologen zeigen, dass Zellen sich je nach Umgebung verändern. Daher ist es auch der Lebensstil, der die Genetik bestimmt. Wir können jedoch unseren Körper und die Umgebung, in der wir leben, verändern, indem wir einfach unsere Überzeugung und die Wahrnehmung, die uns einschränken, ändern. Viele Menschen denken, dass wir die meisten Krankheiten und schlechte Gewohnheiten vererben. Lipton jedoch glaubte das nicht. Er sagt, dass nur 1% der Krankheiten genetisch bedingt sind. Den Rest haben wir erworben. Ihm zufolge sind es nicht die Gene, die das Leben steuern, sondern die DNA, die durch die Signale gesteuert wird, die von außerhalb der Zellen kommen, einschließlich der energetischen Botschaften, die unsere eigenen Gedanken aussenden, sowohl positive als auch negative. Wenn wir also unsere Art zu leben sowie unsere Weltwahrnehmung ändern, ändern wir auch unsere Biologie. Wir sind Opfer unserer Überzeugung, die in den Tiefen unseres Unterbewusstseins eingeprägt sind. Das Gute jedoch ist, dass wir sie ändern können. Das Unterbewusstsein regiert unser Leben zu 95-99% der Zeit, wie ein Autopilot. Die Informationen, die es nutzt, sind die, die in der Kindheit bis zum Alter von 7 Jahren gespeichert wurden. Wenn unser Bewusstsein also sagt, es will mehr Geld verdienen, aber unser Unterbewusstsein darauf programmiert ist zu sagen, es ist schwer, den Lebensunterhalt zu verdienen, dann werden wir es auch nicht schaffen. Alle Programme und Glaubenssätze, die unser Unterbewusstsein enthält, sind behindernde. Es ist schwer, Geld zu verdienen. Geld kann man nur durch harte Arbeit verdienen. Man muss studieren, um Geld zu verdienen. Die Armen werden immer arm bleiben. Diese Sätze sind allesamt einschränkend. Auch wenn ein Kind beschimpft wird, geben wir ihm unsere Ängste weiter. Wissenschaftlern zufolge sind 70% der Informationen, die bis zum Alter von 7 Jahren im Unterbewusstsein gespeichert werden, negativ, entmachtend und selbstsabotierend. Erfolg hat nur, wer die Deprogrammierung erreicht. Und scheitern werden diejenigen, die die Einschränkungen akzeptieren, die unter anderem durch die Familie, Lehrer, das Fernsehen, Filme oder Bücher auferlegt werden. Lipton bewies durch viele Experimente, dass, wenn wir die im Unterbewusstsein eingeprägten Wahrnehmungen ändern, wir unsere Realität verändern können und ausgeglichener, wohlhabender und glücklicher sein können. Er fügte hinzu, dass nur 5% der Krebs- und Herz- und Kreislauferkrankungen einen erblichen Ursprung haben. Die anderen 95% haben ihren Ursprung durch die Interaktion mit der Umwelt. Und in diesen Fällen sind wir diejenigen, die die Macht über die Krankheiten haben. Es gibt unzählige Menschen, die von Krebs geheilt wurden, nur weil sie ihre Glaubenssätze geändert haben. Lipton behauptet mit Nachdruck, dass wir sehr mächtig sind. Das Problem aber ist, dass wir das selber nicht glauben. Wenn sich jeder dieser Wahrheit bewusst ist, werden Krankheiten vorbeigehen. Lediglich die 1% durch die Genetik werden überbleiben.
Die übrigen Krankheiten haben ihren Ursprung in der Art und Weise, wie wir leben. Wenn wir unseren Lebensstil ändern, lösen wir die Krise der Krankheit. Es wurde auch bewiesen, dass die Chemie, die Freude und Liebe hervorbringt, unsere Zellen gesund wachsen lässt. Und die Chemie, die Angst verursacht, die Zellen sterben lässt. Das heißt, dass positive Gedanken biologisch notwendig sind für ein glückliches und gesundes Leben. Wir können aus dem bewussten und schöpferischen Geist die Liebe wählen. Oder im Gegenteil, aus dem Unterbewusstsein, das programmiert ist und uns von Gesundheit, Liebe und Glück entfernt. Er entdeckte außerdem, dass die Verhaltensweisen, Überzeugungen und Einstellungen, die wir von unseren Eltern lernen, in unserem Unterbewusstsein eingeprägt sind und unsere Biologie für den Rest des Lebens kontrollieren. Es sei denn, wir programmieren uns neu. Wenn die Dinge, die wir wollen, nicht zu uns kommen oder wir trotz aller Bemühungen haben, sie zu erreichen, dann boykottiert unsere Einstellung das Erreichen gesetzter Ziele. Wenn das Unterbewusstsein eines Menschen mit Ideen wie »Ich verdiene keine Liebe« oder »Ich habe Pech« besetzt ist, dann wird man auch nichts Gegenteiliges erreichen können, da unser System es in der prägenden Kindheit so abgespeichert hat, durch die Familie, Erzieher, das Fernsehen und so weiter. Und wenn wir es ändern wollen, müssen wir unser Unterbewusstsein neu programmieren. Aber wie können wir das tun? Lipton lehrt uns drei Wege. Erstens, wenn wir schlafen gehen, entspannt sich unser Bewusstsein und das Gehirn befindet sich in einem Zustand der Hypnose. In diesem Moment können wir die Programme ändern und eine neue Programmierung einfügen. Dazu müssen wir das, was wir erreichen wollen, aufnehmen und immer wieder anhören. Am besten ist es, die neue Programmierung über Kopfhörer zu hören. Und wenn unser Bewusstsein schläft, werden die neuen Informationen das Unterbewusstsein erreichen. Dies wird als Selbsthypnose bezeichnet. Die zweite Möglichkeit, das Unterbewusstsein umzuprogrammieren, besteht darin, so zu tun, als hätten wir das, was wir wollen, erreicht. Das heißt, wenn ich ein Problem lösen will, welches mir Sorgen bereitet, tue ich so, als hätte ich es bereits gelöst. Die dritte und letzte Möglichkeit hilft uns, durch Wiederholung die Neuprogrammierung zu erreichen. Wir wiederholen im Laufe des Tages einfach immer wieder, was wir wollen. Zum Beispiel, ich bin gesund. Tag für Tag, bis wir es schaffen, es im Unterbewusstsein einzuprägen. Dann brauchen wir es nicht mehr zu wiederholen, weil wir das Programm überschrieben haben. Wie wir sehen, geht es darum, wie ein Mantra zu wiederholen, was wir wollen, bis wir es bekommen. Ich habe mein Traumhaus, ich bin glücklich, mein Geschäft läuft gut. Wir können sogar noch weitergehen und es auf unserem Planeten ausdehnen. So können wir zum Beispiel versprachlichen, dass es der Erde gut ginge, sie gesund sei. Oder den Tieren des Planeten geht es gut, sie sind glücklich. Oder dass unsere Regierung bewusster handle und sich nicht mehr manipulieren lasse. Wenn wir die Gesellschaft, in der wir leben, verändern wollen, werden wir nichts erreichen, wenn wir uns beschweren oder zu Demonstrationen gehen. Die Veränderung beginnt in uns selbst. Wenn wir das Programm ändern, werden wir wieder die Macht haben, unser eigenes Licht erscheinen zu lassen. Und dieses Licht wird sich auf Menschen um uns herum ausdehnen. Wenn wir eine gewisse Anzahl von Menschen aus dieser Programmierung herausholen können, besteht die Möglichkeit, so Lipton, dass es eine spontane Evolution unserer Spezies geben wird. Man hat uns glauben lassen, dass wir zerbrechlich, verletzlich, schwach und ängstlich sind. Aber das ist nicht so, ganz im Gegenteil. Wir sind die mächtigsten Wesen, die es auf diesem Planeten gibt. Wir können Gesundheit oder Krankheit, Reichtum oder Armut schaffen. Unsere Überzeugungen schaffen die Realität, in der wir leben. Und indem wir diese Überzeugung ändern, verändern wir unser Leben und unsere Umwelt. Und wenn wir dies erkennen, dann gibt es nichts auf diesem Planeten, was wir nicht tun können. Alles um uns herum ist von uns geschaffen worden, sowohl das Gute als auch das Schlechte. Wenn du dir also vom Herzen wünschst, dass die Welt ein Paradies wird, dann teile dieses Wissen. Denn gemeinsam können wir alles erreichen.